Freunde der Natur. Wir befinden uns heute im Verrin und Gloucester National Park in WA. Ich stand gerade vor einem 53 Meter hohen Baum, dem Gloucester Tree, der mit Eisensticks befestigt ist. Ich zeige euch das mal kurz, wie das ausschaut. Ich habe dann entschieden, ich gehe da nicht hoch. Jetzt ist 53 Meter hochlatschen. Gestern habt ihr gesehen, das waren 62 Meter tief, tiefe Lake Cave Höhle. Also so im Hochlaufen bin ich ja eh nicht so der Held mit runtergehen und afraid of heights. Also nee, und dann nur an diesen Eisenstöcken da hoch. Und wenn du dann einmal dich vertrittst oder sowas, dann segelst du da ja fast runter. Also ich würde noch stecken bleiben in den Dingern, weil da nicht so viel Platz zwischendrin ist. Aber muss ich nicht unbedingt haben. Ja, ansonsten mache ich heute noch wieder ein paar Nationalparks. Und ich war die Nacht über richtig cool bei meiner Farm Family in Margaret River, weil die im Ferienhaus waren. Und die haben dann gesagt, bleib hier. Und dann war es auch noch voll der schöne Tag. Ja, und heute geht's in anderen Nationalparks und dann fahre ich nach Albany und treffe da den anderen Teil der Farmfamilie. Und ja, das werdet ihr jetzt heute sehen. Also viel Spaß dabei! Von dem Treetop Walk in Near Walpole. Ja, und das ist, wenn man hier drauf geht, dann federt das so ekelig. Da ich ja eh Höhenangst habe, ist das gerade irgendwie nicht so geil. Ich blende mal ein, wie das so aussieht hier.